Ja, ich würde Ich eigentlich gern vorher zu Ömer gehen. Habt ihr das Stück? Raffinat. Wir müssten das schnellstens zum Hof Margos bringen. Mach das. Ich kümmere mich um den Hohen Herrn und ich habe noch seine alten Heiltränke aus Yolgomak. Dieses niederhöllische Gesöff werdet ihr nicht anwenden. Seine alten Heiltränke? Er hat niederhöllisches Gesöff getrunken, aber er hat doch gesagt, das sind Heiltränke. Ja, wie dem auch sei. Ja, wie dem auch sei. Ich muss jetzt los. Und Gleichfalls, ich gehe zu Raffi. Habt ihr das Stück? Ja. Kommt Gut, mit, wir jetzt. gehen zum Hofmagier. Okay. Ja, ich folge Isarun. Wir suchen Magister Melvin auf. Magister Melvin Störrebrand. Ja, den werdet ihr finden. Er hat sich, wenn er nicht gerade gesucht wird, wenn er nicht gerade gebraucht wird, dann sitzt er ja auch immer oben im Haus der Heilung. Könnt ihr dann über die Absperrung nach oben schreiten und ihn dort antreffen. Ist ja wieder gesagt in sein Sterngewand gekleidet und ja, schaut euch dann an. Oh, so schnell sehen wir uns wieder. Wie kann ich euch helfen? In der Tat, Magister Melvin, schaut her. Es ist etwas von der Rüstung des Schwarzen Ritters abgefallen worden. Abgefallen worden. Das habt ihr geschafft. Ausgezeichnet. Das kann natürlich in einem alchemischen Labor analysiert werden und dann auf magische Rückstände geprüft werden. Dann können wir zumindest den Schleier und damit Zauberei nachweisen. Ganz genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange das dauern wird, aber ich werde mich selbst gleich daran machen und laufen die Kämpfe noch? Dieser Kampf ist jetzt vorüber. Aber Hat ansonsten weitere der Fähnrich Jobs. gewonnen? Nein, er ist mal wieder in der Bewusstlosigkeit anheim gefallen. Also gut, dann kümmert euch um ihn. Nicht, dass es ihm schlechter geht. Das ist nicht zu hoffen, aber ich hoffe, das Opfer war es wert. Immerhin haben wir jetzt ein Stück der Rüstung. Also gut, so hier sind uns beisteht, werden wir bald wissen und eben auch beweisen können, dass er mit einer magischen Endurium-Rüstung hier antritt und andere Zauber verbirgt. Das hoffen wir. Vielen Dank, Magister. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Davon gehe ich aus. Ja, damit verlassen wir das Zimmer des Magister Melvin. Im Rückweg schaut man nicht an. Also ihr Pfeile des Lichts müsst ja gut bezahlt sein, dass du so vier Heiltränke einfach verschenken kannst. Ja, die stammen eher aus meinem Privatfundus. Das ist aber auch nötig. Okay. Ja, dann würde Kommt. ich raten, euch neue zu kaufen. Wenn ihr anderen noch bei allen anderen Disziplinen antreten will, werdet ihr in diesen Tagen noch viele Heiltränke verschenken müssen. Das ist wohl wahr, aber also ich hoffe wirklich, dieser Dickschädel hält sich ein bisschen zurück jetzt. Darauf würde ich kein Geld setzen. Ich auch nicht. Und so wie ich das gehört habe, obwohl er hat jetzt ja wieder Geld. Ja, vielleicht finanziert er sie ja selbst. Ja, vielleicht hat er jetzt auch ein bisschen das Wohlwollen seiner Bannstrahler-Bannerführerin zurückgewonnen. Wieso, sie lagen die im Clinch? Oh ja, ich hatte es versucht, ein Kettenhemd von ihr auszuleihen, aber das war ein sehr schlechter Ruf, den Ritter Jarlan sich dort eingeheimst hatte. Jagt er den Frauen hinterher oder was tut er? Ich Das war ja schlimm. fürchte, diese Streitigkeiten müsstet ihr selber beleuchten. Ich stehe da selber nicht dahinter, was da los ist. Aber du Ich bist doch dachte schuld schon, daran. Gerüchte. Bin ja gerne bei sowas dabei. Natürlich, das ist zu erwarten. Da kommt man doch schon hinter. Ist er jetzt eigentlich, hat ihn jetzt eigentlich irgendwer gerettet? Also er sah schon ziemlich schlecht aus. Ja, das war. Naja, also. Ach, Es aber wir wäre wird das nicht schon klug, geschafft morgen haben. mitzukämpfen. Ja, vielleicht. Er Wir werden tritt morgen einmal mit nach ihm Sicherheit sehen. wieder an. So wie ich ihn bisher kennengelernt habe, tritt er morgen wieder an. Ja, das ist wohl außer Frage. Gut, dann schauen wir uns mal die Regeln zum Sterben an. Wie gesagt, du bist bei minus einem LEP und verstirbst langsam. Wie viele Kampfrunden dauert das? Das weiß ich nicht, lass mich nachsehen. Hast du den Vorteil zu Hund? Nein. Nicht.
Ich bin eisern, aber ich glaube, das trifft hier nicht. Das ist egal, du kannst dann minus K.O. an Lebenspunkten runtergehen. Und das dauert eben ein paar Kampfrunden. Das dauert ziemlich viel. Das dauert, glaube ich, 1W20 mal Konsti Kampfrunden und das Ganze noch plus 50%, wenn er CR Hund hätte. Genau, die 50% durch die K.O. nicht mal 1, sondern mal 1,5. Genau, deswegen K.O. mal 1W20 Kampfrunden. Aber mir, zumindest kannst du erkennen, dass Yadan jetzt langsam verstirbt. Er kommt nicht zu Bewusstsein und die Kräuter, die ihm jetzt die profanen Vereine, Priester bzw. Akoluten aufdrücken und versuchen dann zu bandagieren, sie ziehen ihm das Kettenhemd aus, sie sind so ein bisschen überfordert. Das muss magisch oder Kamal gereinigt werden. Ich würde meine Hände auf die Wunde legen. Almir, ich hab noch so eine alten Heiltränke aus Yolgomak. Nein, tu das nicht. Dieses Teufelszeug. Geh damit weg. Ich werde ihn so retten. So preiswill. Und per rein. Okay. Ich lege mal so meine Hände auf diese Wunde. Wahrscheinlich das Blut heraussprudelt in Dickflüsschen Bahnen, sich sein Körper runterbahnt. Balsam Salabunde. Und probiere ihn von der Schwelle des Todes zu retten. Heißt, die Probe ist erschwert um die Lebensanzahl unter 0. 2. Mal 2? Mhm. Nee, kosten 2 ASP, aber nicht plus. Also ich bin 1 drunter. Ja, dann ist es erschwert um 1. Naja, also wir sind, wie gesagt, du wirst jetzt reingetragen und du verstirbst langsam. Würfel mal ein W6. W6 mal Kampfrunden. W6 mal deine Konstitution. Wie viel ist das? 13. Du hast nur eine K.O. von 13? Ah. Echt? Bin das ich? Heißt, das sind 24 Kampfrunden 26. mal 3. 26. Es wird bestimmt irgendwie 10 Kampfrunden dauern, knapp, bis man ihn da sozusagen auf die Bahre gelegt hat und dann sozusagen vom Feld getragen hat, bis Abel mir die Hände auf ihn legen kann. Also geh mal davon aus, dass er jetzt bei minus 6 LEP ist. Man verliert nicht mehr, wenn man drunter ist. Man bleibt bei dem Punkt, den man hatte. Du bleibst dabei, genau. Und stirbst einfach nur weg? Okay, gut. Genau. Achso, das ist ja gut. Schwedens plus 1 jetzt, richtig? Ja. Dann würde ich würfeln. Dann kostet es auch gar nicht so viel P-Karma. P-HSP. Oh, P-Karma, jetzt komm ihm noch. Die Probe ist geschafft. Die bereine Weihe kriegt er erst noch. Kostet mich dort trotzdem einen permanenten ASP, weil pro angefangene 10 ASP einen permanenten ASP. Genau. Die zahle ich aber, oder? Also das, die AP dafür. Ich denke auch, die Abenteuerpunkte, also ein PASP kostet wie viel? 50? 50, wenn du keine Sonderfähigkeit. Genau, denke ich auch. Zum Rückkaufen kostet 50 AP und das bezahlt dann Yalan und nicht Yabel mehr. Finde ich gut. Ja, also die Wunde wird eher schlimmer, weil mir immer mehr Blut austritt. Aber langsam, aber sicher schließen sich die Wundränder. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob irgendwelche Holzsplitter noch drin sind, weil dafür habe ich keine Zeit gehabt. Mhm. Du kannst auf alle Fälle sehen, dass da wohl Splitter von der Lanze rausgedrückt werden. Das ist wie gesagt Turnierholz, aber auf den zweiten Blick kannst du wohl sehen, dass sich die Holzsplitter so ein bisschen bewegen, als wären sie Würmer aus Holz, aus Humus. Aus Unhumus. Wie gesagt, dafür habe ich jetzt mal keine Zeit. Und ja, langsam schließt sich diese Wunde und sein Gesichtsausdruck erst grau, erst weiß, dann grau und langsam bekommt deine Gesichtsfarbe wieder in eine etwas gesündere, natürliche Färbung. Kehrt zu weiß und ja, leichtem Rot, Rosa zurück. Immer der daneben steht und Abel über der Arbeit zusieht, sieht diese Holzwürmer in Anführungszeichen. Und wird anfangen, in seinem Rucksack zu kramen, die alten Kletterhandschuhe rauszuholen mit den Stahleinlagen aus Yolgomak und diese Holzsplitter damit zu packen. Guter Einfall. Und einen der Heiltränke aufmachen, diesen Pulver-Heiltränken in dieser Kristallglas-Fiole, den einfach auf den Boden kippen und den Holzwurm da hineinfeuern. In das Gefäß mit dem ehemaligen Teriak. In das Kristallgefäß, wo früher das Ding drin war, das Teriak. Okay. Sind wahrscheinlich jetzt nochmal tropfenweise drin, aber ja. Gleich springt hier der Agri-Bahn richtig in die Gegend.
keine Ahnung. Und dann wird der Tropfen oben wieder drauf gemacht und ja, aber mir weiter bei der Arbeit zugesehen. Gib mir mal eine Fingerfertigkeitsprobe, mit den Handschuhen so ein paar Splitter aufzuklauben und dann in so einen Flaschenhals zu führen. Das ist natürlich schon schwer, aber du schaffst das. Und ja, dann landet nach und nach einer dieser Holzsplitter, die sich so ein bisschen bewegt, in der Fiole. Einer nach dem anderen. Alle. Genau. Ich tue da einen nach dem anderen rein. Richtig. Und dann kommen Iserun wieder zurück mit Rafi. Komme ich zu Bewusstsein oder dauert das noch? Ja, geben wir noch ein bisschen. Das ist knapp. Wie ist sein Zustand? Er wäre fast gestorben. Immer reicht dir eine Kristallfiole. Hier. Ich habe dieses Zeug, was ihr Zeugzeug gezeigt hat, ausgekippt und die Holzsplitter, die in Jalans Wunden waren, die haben sich von alleine bewegt, wie Unholz. Ich habe sie hier reingeschmissen. Unholz ist das, was... Nein. Ich meine diese Kreaturen. Das habe ich noch nie vorher gesehen. Das sind keine Kreaturen, das ist Holz. Was bewegt sich? Ja, es ist Unholz. Nehme ich an. Aber das solltet ihr analysieren, um das zu beweisen. Denn das sind Teile der Lanze und wenn das Unholz ist, dann benutzt er eine Sache, die, glaube ich, magisch ist. Unholz müsste magisch sein, dann könnte man ihn auch ausschließen. Oh, das ist wohl wahr, ja. Und es ist noch gleichzeitig der Standard-Elemente, der damit gehuldigt wird. Das wäre natürlich noch ein Verhaftungsgrund. Ein guter Oder? Fund. Hier. Nehmt das. Und erreicht ihr die Kristallfiole rüber. Mit dem Propfen drauf. Besonders mit dem Propfen daneben. Wahrscheinlich guckst du da rein. Ich fühle die wunderbar ab, ob unsere Splitter noch unter der Haut sind. Ob ich was übersehen habe, vergessen habe. Ich habe ja gesagt, nicht drauf geachtet. Ja, der Körper von Jalan ist sowieso schon ziemlich vernarbt, wie dir auffällt. Und du fingerst da so ein bisschen rüber über die Wunde, über die Ränder. Frisch ist noch ein bisschen warm, aber dir fällt erstmal nicht so viel auf. Also, du bist der Meinung, dass das normalerweise von unten nach oben wieder zuwächst und dann sollte sich eigentlich wieder rausgedrückt haben. Es scheint so, als wären keine zusätzlichen Splitter in der Wunde noch vorhanden. Wir werden ihn aber beobachten müssen, die nächsten Tage. Und kämpfen kann er wohl nicht in diesem Zustand. Ja, das sollten wir ihm wirklich ausreden. Nun, ich werde diese Splitter direkt nach oben zum Magister Melvin bringen. Die müssen natürlich auch analysiert werden. Ja, ich habe noch mehr von diesen Furibar-Heiltränken. Wollt ihr die auch gleich mitnehmen, damit die nicht irgendwelchen Unheilen richten? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, und immer kam der Rucksack noch wie viele Fiolen raus, Jana, nach der ersten? Nee, warte noch drei, wenn du gerade eine vernichtet hast. Ich bin nämlich nur mit vier aus Jorgen raus. Wenn du vier Stück hattest, genau, dann holt immer noch drei Kristallfiolen raus. Hier, noch diese drei habe ich, die sich so kalt anfühlen. Und reicht dir die auch rüber. Das ist wirklich eine gute Idee. Meint ihr? Wenn diese Heiltränke dämonisch verseucht sind, werden sie mit uns in Zusammenhang gebracht? Natürlich werden die mit uns zusammengebracht. Wir haben sie aus Yolgomak mitgebracht. Das ist doch schon protokolliert worden, als wir in... Perreine Furten, genau. Das steht alles Furten im Bericht. Sind. Nun ja. Na gut, tut, was ihr wollt. Ich halte es für keine gute Idee, aber tut, was ihr wollt. Was denn? Was wäre denn... Ich verstehe nicht. Es ist egal, ob wir wissen, dass diese Tränke dämonisch verseucht sind oder nicht. Wir bringen diese Sachen nach Gareth. Und wir sind dafür verantwortlich. Nein, ja, also die waren in der Kiste von Frau Prutz. Also oben, da wo Jalans Rüstung liegt. Und im Besitz von Jalan, richtig? Ich nehme an, ja. Also ist Jalan schuld. Ja, aber... Dann gib sie doch einfach weg, ist doch egal. Ja, was auch immer, die werden jetzt jedenfalls vernichtet, dafür werde ich Sorge tragen. Das könnt ihr gern tun, aber wir sollten nicht uns mit solchen Sachen in Verbindung gebracht werden. Wir sollten uns nicht mit illegalen Dingen in Verzachung bringen, lassen wir dann lieber alle Dinge vertuschen, meint ihr. Jetzt verstehe ich aber mir. Nein, nicht vertuschen. Man spricht nicht drüber. Das ist ja ein Unterschied. Nein, das ist vertuschen. Das ist eine Wortklauberei. Immer zuckt mir den Schultern. Ihr macht das schon. Schande.
Das ist ein ehemaliger Weißmagier. Naja. Nun ja, ich habe gelernt, in dem Schwarzen Land zu überleben. Gewiss hat meine Moral ein wenig darunter gelitten, aber... Offensichtlich, ja. Was tut man nicht alles für Überleben? Ach, Abel, ihr seid mein gutes Vorbild. Jetzt macht euch nicht kleiner, als ihr seid. Ihr seid ein ganz toller hoher Herr. Und guter Magier. Nun ja, das wird sich noch zeigen. Wir sollten jetzt uns um Jalan kümmern. Er braucht Ruhe. Wer die Herren entschuldigen? Ja, sollte dann jemand ihn mal von den anderen Disziplinen abmelden oder wollen wir ihn da erst fragen? Weil wenn wir ihn fragen, dann sagt er bestimmt, ich trete einfach trotzdem an. Gib mir noch einen von diesen Heiltränken und dann mache ich das. Wir sollten die Entscheidung ihm wohl lassen. Er ist ein Retter, er weiß, was er tut. Aber wir sollten ihm gut zureden, von diesen Kämpfen zurückzutreten. Ja, wenn ihr glaubt, ihr könntet überzeugen. Nun ja, sein Stolz ist zwar wahrscheinlich angeschlagen, aber er wird die Dummheit einsehen. Wenn er noch einmal in anderen Disziplinen antritt, wird er sterben. Das muss man ihm klar machen. Wir hängen einfach an. Warum ist hier so dunkel? Aber wir können ihn nicht einfach komplett hochheilen. Bleib liegen. Ihr seid schwer verwundet worden. Noch am Leben. Gerade so. Knapp. Aber die Achte. Haben wir das Teil? Ja. Es wurde abgegeben. Gut. Sagt mir Bescheid, sobald der Magister etwas weiß. Ich will diesen schwarzen Ritter höchstpersönlich hochnehmen. Sobald ich wieder laufen kann. Das wird einige Tage dauern, fürchte ich. Papadapap. Ihr seid nicht in der Verfassung, irgendwo hinzugehen oder mit irgendwem zu kämpfen. Das entscheide immer noch ich. Ihr seid gerade so von Boron. Ihr seid gerade so magisch geheilt gesprungen worden. Genau. Abel hat euch mit einem Balsam seiner Wunde wieder zurück ins Leben katapultiert mit seinem Zauber. Ja, dann hat doch gesagt, es jetzt um deine volle Prinzipientreue bzw. Moral-Kodex erschwert. Ja, ich sage nicht, was ich tue, ist den Kopf wieder sinken zu lassen, mir wieder den Helm aufs Gesicht zu legen und reinzupennen. Ich hab keinen Bock. Macht doch euren Scheiß alleine. Kann er hier schlafen? Ich glaube, ich werde ihm ein Bett bei Witwe Prutz bereiten. Also nicht bei Frau Prutz selber, sondern in ein Gästezimmer, wenn ihr versteht. Ja, gut. Und wer trägt den dahin? Ihr natürlich. Ich kann den nicht alleine mit seiner Rüstung dahin. Also, ich kann den schon dahin tragen, aber dann sieht das halt nicht. Also, wollen wir den nicht auf eine Trage legen oder sowas? Ja, natürlich. Ja, aber die Trage kann ich nicht alleine tragen. Da brauche ich schon einen. Es wird sich bestimmt ein Knapp finden oder ein kräftiger Diener. Dann. Ist denn da irgendwo so eine Trage, mit der man Jalan transportieren kann? Ja, die steht da irgendwie an die Wand angelehnt und könntest du dir was nehmen. Trägt die Jalan überhaupt mit seiner Rüstung? Weil der ist ja ziemlich schwer damit auch. Der wurde ausgezogen. Achso, okay. Sie muss den ja auch hier hinbringen. Emma, will ihr euch um die Rüstung kümmern? Soll ich die Armschienen tragen? Ich meinte die komplette Rüstung. Ja, also wenn ihr lang genug Zeit habt, kann ich ein paar Mal hin und her laufen und die irgendwo hinbringen. Ich kann also das vordere Brustteil traue ich mir zuzutragen, ohne das Rückbrustteil. Hey, ich habe kein Rückbrustteil. Ja, also das vordere Brustteil, das traue ich mir auch zuzutragen, aber einzeln. Gut, ich werde dir helfen. Ich schaue mich mal um im Zelt nach einem Diener, keine Ahnung. Oder einem kräftigen Mann, vielleicht aus der Menge, der sich ein paar Taler verdienen will.
aus der Menge. Also wenn du nach draußen trittst in das zu den Zelten und dann auch mal in Richtung der Rawls Arena oder sowas guckst, ja klar, da sind viele, viele Zuschauer und die unterhalten sich gerade, verschiedene Gerüchte, die ausgetauscht werden, vor allem dann eben auch der gerade eben gesehene Kampf. Jeder hat ihn natürlich gesehen, aber man muss trotzdem nochmal über ihn reden und ah, hast du das gesehen, hast du das gesehen? Ja, und dann kannst du auf sie zutreten und natürlich finden sich dann auf den ersten Blick ja, göttergefällige 12 Leute, die ihn dann auch tragen würden, wo auch immer du ihn hinhaben möchtest. Immerhin ist gerade das Gespräch der Stadt. Auch wenn er verloren hat, aber ja, er hat wohl wacker gestritten. Ich würde ihn jeweils den beiden Trägern, dann, oder einem Träger, dann halt ein paar Heller in die Hand drücken und ja, einen zweiten Träger vielleicht, oder zwei Träger noch für die restliche Rüstung, damit wir deine kompletten Sachen wegbekommen vom Platz hier. Ja. Komm, folgt mir. Hatten wir nicht Knappen, die etwas tragen können? Mhm. Naja, die 15, aber immer folgt ja. 15 Jahre alt, die werden vielleicht die Helme tragen können, wahrscheinlich. Genau, aber jeder einen Helm, jeder eine Armschiene, dann hat man schon mal was. Na gut. Ich denke, sind die denn noch hier irgendwo? Also finden wir die Knappen oder sind ja, die klar, also die können dann auch mitgekommen sein. Die werdet ihr dann irgendwo nach kurzem Suchen gefunden haben und die können dann auch die Rüstung dann Stück für Stück dann dahin bringen, wo ihr sie hinhaben wollt. Wahrscheinlich dann in die Wohnung von Witwe Prutz, oder? Ja, genau. Ja. Ich würde vielleicht einen zusätzlichen Träger noch, dass er uns den Platz frei macht, halt, dass wir nicht uns extra durchkämpfen müssen. Ja, klar, durch die Menge. Schon hin. Gut. Aber mir, was machen wir denn jetzt mit den Knappen? Das ist eine gute Frage. Also, ich weiß nicht, wo die herkommen, aber was macht man denn mit seinen Knappen? Keine Ahnung. Und normalerweise sind die nur für den Kampf da, beziehungsweise für die Unterstützung des Ritters bei seinem Kampf. Da er nicht mehr kämpfen kann, könnt ihr nicht in eurem Kämpfen einen Knappen gebrauchen, eine Knappin? Was soll ich denn mit dem Knappen? Er hilft euch bei der Rüstungsanlegung, pflegt eure Waffen. Kann ich selber. Das geziemt sich aber nicht. Ja, das ist mir scheißegal. Ich versuche nur eine Aufgabe für sie zu finden. Nehmt sie doch als eure Assistentin erstmal auf. Richtig, vielleicht sind sie ja magisch. Kann ja nie sicher sein. Ein merkwürdiger Blick zu den beiden dünnen Knappen wahrscheinlich, die aus einem Armviertel kommen. Nun, ich weiß nicht recht. Wir werden sehen. Ach, sonst quartieren wir sie erstmal bei der Witwe Prutz ein, die freut sich bestimmt. Ach, sie können bestimmt im Stall schlafen. Ja, wir bringen jetzt den anderen erstmal zurück, würde ich sagen. Und dann würde ich die probieren. Jalan. Warum halt Jalan eigentlich nicht jetzt hier in den nächsten, dass ich so nach der Nacht, nach einer Nachtruhe wieder komplett hoch? Also dass er wieder voll einsatzfähig ist. Nun, seine Wunden sehen ziemlich schwer aus. Ich könnte natürlich probieren, einzelne Wunden zu heilen, aber. Naja, die Wunden wird er wohl doch im Kampf kurzzeitig, denke ich mal, mit Zähnebeißen irgendwie unterdrückt bekommen, aber. Vielleicht könnt ihr ihm die ganzen anderen Sachen, die ganzen Quetschungen und Blutungen irgendwie mit einem Balsam wegmachen. Dann kriegt ihr den Griff recht bestimmt selber hin. Na gut, ich werde zusammen mit Isaron das Möglichste probieren. Versprechen kann ich allerdings nichts. Wir werden sehen. Wir müssen ihn erstmal hier rausschaffen. Er will bestimmt weiterkämpfen, darum geht's mir. Was er will und was er kann, sind manchmal zwei verschiedene Sachen. Wir werden sehen morgen früh, wie die Sache morgen früh aussieht. Ja, ich verstehe. Wann ist eigentlich morgen der nächste Turnierplatz? Oder was ist morgen angesagt? Wann? Frühmorgens oder?
Naja, so heute ging es früh morgens los nach einem Gottesdienst der Herren Rondra, dann die Eröffnung, dann das Einreiten des Schwarzen Ritters und dann wurden auch relativ zeitig die Spiele eröffnet. Wir haben es jetzt ungefähr, nachdem Jalan das zweite Mal geritten ist, es ist jetzt so 14 Uhr. Der zweite Turniertag, der 30. Fex, wird dann mit dem Zweikampf der leichten Handwaffen geführt. Also Dolche, Fechtwaffen, Hiebwaffen, Kettenstäbe, Säbel, Schwerter und Stäbe. Und da seid ihr alle da, außer Ömer und Rafim. Rafim wollte nur schwere Waffen machen und Ömer wollte Schusswaffen machen. Beziehungsweise dann auch Rafim wollte, glaube ich, dann noch mit in den Boot, aber leichte Handwaffen sind 4 von 6 dabei. Also morgens wahrscheinlich zur 4-Rundstunde um 7 Uhr in der Früh. Ja, wahrscheinlich irgendwann mit einem Rondra-Gottesdienst wieder und dann geht's so gegen 9:30 wird's dann losgehen. Nun gut. Ja, ich würde ihn wieder zur Witwe Prutz zurückschaffen. Höflich anklopfen bei der Witwe Prutz. Ja, kannst dann Jala nach oben bringen. Derweil wollte Isarun mit der Flasche, mit den Splittern zum Magister Melvin. Der selber ist dann auch nicht mehr oben. Der hatte sich ja abgemeldet und hatte selber gesagt, er möchte jetzt erforschen, und zwar diesen kleinen Endurium-Splitter. Wenn du nach ihm fragst, man wird ihn auch gesehen haben. Natürlich hat sich dann Thorn Eisinger geschnappt. Der stand dann auch irgendwo bei der Tribüne, nicht auf der Tribüne, aber dabei. Und die werden dann jetzt wohl weggegangen sein. Wohin? Wissen Sie nicht, irgendwie nach Süden? Das hilft mir natürlich jetzt nicht besonders weiter. Hat vielleicht der Magister Melvin einen Assistenten oder so in seinem Raum zurückgelassen? Nee, nicht auf die Schnelle. Aber du könntest eine Gassenwissenprobe plus 3 würfeln. Und dann könntest du wissen, wo sich Thorn Eisinger normalerweise aufhält. Ja. Der hat eine Schmiede südlich vom Puniner Tor. Dann würde ich mich mal auf mein Pferdchen schwingen und da hinausreiten. Das kannst du tun. Ich überlege gerade, Abelmir, Ömer, Rafim, Jalan, die sind alle bei Witwe Prutz jetzt, ne? Ja. Ja. Gut. Ja, dann kann sich Isarun mit dem Pferd am Puniner Tor vorbeiquetschen. Dauert natürlich alles ein bisschen. Und ja, kannst dann auch gerade erkennen, wie wohl Thorn Eisinger zusammen mit Melvin Störrebrand an einer Schmiede stehen, neben eben sowas wie eine Schale der Alchemie. Und die sind gerade am Diskutieren, haben wohl auch noch ein bisschen Schweiß auf der Stirn, sind wohl also gerade eben auch erst angekommen und haben dann noch nicht wirklich angefangen mit der Analyse. Ja, ich reite auf sie zu, springe mich vom Pferd. Adepter. Hoher Herr, Magister, wir haben gerade den Ritter Jalan behandelt und in seinen Wunden dies hier gefunden. Und ich ziehe die Flasche mit den Unholzsplittern heraus, halte sie ihm vor die Nase. Wahrscheinlich den Inhalt, ja. Kristallklar, ja, genau. Ist gut gearbeitet. Ja, das tut jetzt nichts weiter zur Sache, aber das scheint erzdämonisch beeinflusstes Holz zu sein. Ja, sie bewegen sich. Kann man sogar sehen, wie sie größer werden. Ist das Teriak da drin? Solltet ihr keine Druiden sehen lassen. Thorneisinger, ja, der wohl gerade da spricht und das Fläschchen analysiert und schüttelt. Ah, solltet ihr vielleicht im Ingram-Tempel oder so bringen, damit sie das vernichten. Vernichtet muss es auf jeden Fall werden. Das wurde gerade frisch konfisziert. Ja. Wo kommen die her? Aus der Wunde von Greifenmund oder wie? Mhm. Ein echter Held. Sorgt dafür, dass alle Splitter rausgezogen werden, sonst fressen sie sich durch sein Fleisch und werden größer.